Wie schafft es ein junger Rechtsextremer, Bürgermeister zu werden? In einem kleinen Dorf im Jerichoer Land könnte das demnächst tatsächlich der Fall sein. Viele Wähler haben ihm auch bei der Kommunalwahl im Mai ihre Stimme gegeben. Exakt-Reporter fragen, warum. Stresow. Hier soll an diesem Abend ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden. Dennis Wesemann, 27, Neonazi und früherer Hooligan, hat von allen Kandidaten die besten Chancen. 30% der Stimmen hat er bei der Kommunalwahl bekommen. Würde er heute gewinnen, wäre er der erste gewählte rechtsextreme Bürgermeister in Mitteldeutschland. Hast du den auch schon in die Hose gefällt? Nee. Ruhig. Herr Wesemann, eine Frage zu Ihrer Kandidatur? Ja, wir antworten aber keine Fragen. Schluss auf. Verpiss dich jetzt! Eine offene Kommunikation findet hier offenbar nicht statt. Über das, was Dennis Wesemann als Ortsbürgermeister so vorhätte, keine Auskunft. 136 Einwohner leben in Stresow. Von ihnen hat Wesemann 71 Stimmen bekommen. Offenbar kommt er hier gut an. Und gute Chancen hat der Dennis Wesemann, ne? Aber frei, freut mich. Ja. Stimme ich dafür? Ist Ihr Kandidat sozusagen. Richtig. Und wenn er recht ist oder nicht, interessiert mich nur ganz wenig. Ja. Ich stimme ihm zu. Die Hunde alle los, Neonazi. Hooligan, Neonazi. Naja, klar. Aber dass dann nichts ist, das ist doch... Und wenn noch was ist? Und? Wem interessiert es denn? Mein Gott. Also es wird sich bloß darum gekümmert, was die Deutschen machen, aber wenn die Ausländer was machen, das interessiert doch kein Schwein. Hallo. So, haben Sie hier Ausländer im Ort? Zum Glück nicht. Ja. Ich habe damit kein Problem. Ach, brauchen wir keine Angst haben, im eigenen Dorf. Ja. Wäre schade, wenn man sein eigenes Dorf Angst hätten müsste. Ja. Ach, das Problem habe ich hier nicht. Andere halten sich lieber bedeckt. Also für mich ist das ein ganz linkes Ding, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Na, wie stehen Sie so zu diesen Neonazi-Vorwürfen und sowas? Möchte ich mich ja nicht äußern. Ja. Schwingt auch so ein bisschen Angst mit? Oh ja. Angst vor Dennis Wesemann? Klar ist, er galt bei Polizei und Verfassungsschutz lange als Gewalttäter und Hooligan. Blue White Street Elite, so nannten sich er und seine Freunde. 2005 fielen sie das erste Mal auf. Mit Überfällen auf Fans anderer Clubs. 2008 verbietet Sachsen-Anhalts Innenministerium die gewaltbereite Gruppe. 2 Jahre später wird das Verbot durch das Oberverwaltungsgericht Magdeburg wieder gekippt. Dennis Wesemann wurde auch immer wieder bei Neonazi-Aufmärschen gesehen, zuletzt 2013 in Magdeburg. Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt hat auf aktuelle Nachfrage eine klare Einschätzung über ihn. Bei Dennis Wesemann handelt es sich, Zitat, um eine aktiv in die örtliche rechtsextremistische Szene im Jerichoer Land eingebundene Person. 2011 gründen Dennis Wesemann und alte Weggefährten den Fußballclub Ostelbien Dornburg. Ist aus dem gewaltbereiten Schläger der nette Junge von nebenan geworden? Sebastian Striegel ist innenpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt und sieht in Dennis Wesemann nach wie vor eine Gefahr. Dennis Wesemann ist jemand, der seit Jahren in einer neonazistischen Szene unterwegs ist, der selbst durch antisemitische Äußerungen aufgefallen ist, der Mitglied im rechten Fußballverein ist. Und so jemand will als Nichtdemokrat demokratischer Ortsbürgermeister werden. Das kann nicht sein. Wieder in Stresow. Dennis Wesemann bekam 71 Stimmen bei der Kommunalwahl. Warum ist er so beliebt? Wir treffen auf seine Eltern. Die Familie betreibt ein profitables Unternehmen. Sie bedrucken T-Shirts, teilweise mit gewaltverherrlichenden Motiven. Jahresumsatz 280.000 Euro. Erklärungsversuche vom Vater, früher Trainer im Fußballclub des Sohnes. Ich sag mal so, 70 Stimmen, um noch mal ganz kurz, sind nicht alles hier. Läuft keiner mit Springerstiefel durch, keiner mit T-Shirt oder ihr mit Glatze laufen, ganz anderem. Also, wer ihm auch welche gewählt haben, ja, ich weiß nicht, die vielleicht SPD sonst gewählt haben. Die sonst NPD gewählt haben hier im Ort? Meinen Sie das so viel? 20-25% sonst. Ja, aber Sie arbeiten hier zusammen in der Firma, ja. Werden Nazi-Motive abgeändert und gedruckt und damit wird Geld gemacht. Ich meine, Sie gehören dazu. Aber gucken Sie ins Internet, wie viel damit Geld verdienen? Ja, eben. Aber viele, nicht bloß hier jetzt, woanders auch, oder?
was sich verkaufen lässt, was wollen sie machen? Irgendwie muss man leben, oder? Der Abend der Ortsbürgermeisterwahl. Zwei Ortschaftsräte hätten gute Aussicht, gewählt zu werden. Dennis Wesemann und Reiko Vogt. Beide lassen sich zur Wahl aufstellen. Doch Wesemann hat wohl nicht damit gerechnet, dass er einen Gegenkandidaten hat, und rastet aus. Hast du den Arsch in die Hose, du Fettling? Nee, ruhig. Weil er seine Chancen jetzt schwinden sieht, zieht Dennis Wesemann die Kandidatur zurück. Der andere Kandidat bekommt keine Mehrheit. Die Abstimmung wird vertagt. Dennis Wesemann wird zum nächsten Termin wieder kandidieren. Darüber sprechen will er mit uns aber nicht. Kein Interview. Übrigens, zwei Tage nach der ergebnislosen Wahl geht bei der Polizei ein Anruf ein. Reiko Vogt, Dennis Wesemanns einziger ernstzunehmender Gegenkandidat, berichtet in Panik davon, dass er von einem Auto verfolgt und ausgebremst wird. Als die Beamten vor Ort eintreffen, stellen sie die Insassen zur Rede. Einer von ihnen, Dennis Wesemann.